wenn man diskutiert im Internet, okay, wenn jetzt ich mit anderen YouTube-Influencern oder mit anderen Leuten diskutiere, dann greife ich nicht die Person an, sondern ich gehe das Argument an. Ich greife das Argument auf oder an. Und was die meisten YouTuber machen, ist, was machen die? Die gehen nicht auf meine Argumente ein, die greifen nicht meine Argumente an, sondern fast immer greifen die mich persönlich an. Da heißt es immer, Karl S. ist ein Drecksack, Karl S. ist ein dies, Karl S. ist ein das. Fast keiner kann sachlich über die Dinge, die einer sagt, reden, sondern die reden immer über die Person, die greifen immer die Person an. Und das ist ein Riesenproblem in dieser ganzen YouTuber-Influencer-Reaction-Community, dass nicht auf das eingegangen wird, was die Person sagt. Es wird nicht das kritisiert, was die Person sagt, sondern es wird immer die Person direkt selber kritisiert. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Und das zweite große Problem ist, dass Dinge aus dem Kontext gezogen werden. Dazu kommen wir aber gleich, das werdet ihr jetzt auch gleich live sehen. Und das dritte große Problem ist, dass sie ein Feindbild erzeugen wollen. Das heißt also, diese Leute, die wollen ein Feindbild erzielen, die finden es cool, ein Feindbild zu erzielen. Und der letzte Schritt, keiner, der von denen A sagt, sagt auch B. Keiner von denen sagt, hey geil, der Karl S. hat auch in Deutschland 100 Arbeitsplätze geschaffen. Der hat zehntausende Menschen zum Sport gebracht. Der ernährt sich pflanzlich und macht dafür auch was für Tiere und für Umwelt. Das sagt keiner von denen. Alle von denen gehen immer nur auf die negativen Seiten ein. Die picken sich die negativen Seiten raus. Aber keiner geht auch auf die positiven Seiten ein. So, jetzt haben wir den nächsten, den Ludi Krugson 2300, der schreibt, ich finde, du hast den Hate nicht verdient. Du, ich sehe das genauso. Vielen Dank dafür deinen Support. Und wir schauen uns jetzt mal hier die Reaction an vom Julian Bam. Und jetzt seht ihr mal, das ist doch ein Typ mit vielen Followern. Könnt ihr mir mal bitte sagen, welchen Mehrwert bringt der Typ überhaupt? Also ist das jetzt nur ein reiner Entertainer-Clown, der jetzt hier dran sitzt mit Tattoos, Kappe auf dem Kopf? Wird der überhaupt in der echten Welt einen Job kriegen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare rein, weil ich weiß es nicht. Nur den ersten Eindruck, den er vermittelt, der geht so ein bisschen in diese Richtung. Also schauen wir uns mal den Typ an, weil er schreibt jetzt hier schon rein Verschwörungstheorien, Frauenbild, Männerbild. Schauen wir uns mal diesen guten Julian Bam mal kurz an, okay? Und wenn du gerade vor mir stehen würdest, würde ich die Windel weich prügeln. Also auch, das ist, also hier auch wieder so ein Tim Gabel-Homie. Der zieht jetzt diese Jahre alte Voice-Message raus vom Tim Gabel. Deswegen weiß ich auch wieder, ohne dass dieser Julian Bam mich jemals kannte, hat er irgendwie mal den Tim Gabel kennengelernt. Der Tim Gabel hat dem Julian Bam erzählt, was der Karl S. nicht für ein Drecksack ist. Und deswegen ist jetzt auch dieser Julian Bam gegen Karl S. Und so läuft es fast jedes Mal ab. Deswegen langweilen mich auch diese meisten großen YouTuber und die sind für mich alle irgendwo gleich. Schauen wir mal weiter. Oh oh, Freunde, es wird jetzt sehr, sehr wild. Denn Tier J ist wieder sehr angry auf eine ganz gewisse Person heute. Den Dreh hier. Kurz mal in meinen Kopf geschaut. Karl S. kenne ich wirklich nur von, ja, Beefs eigentlich, lol. Ich glaube, er kennt mich nur von Beefs. Ja, warum kennt er mich nur von Beefs? Weil er sich wahrscheinlich eben nur das reinzieht. Und das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Die meisten Leute auf YouTube, die konsumieren. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Die konsumieren nur negatives Beefs, Entertainment, Schrott und Schwachsinn. Und deswegen sind auch 80% der Leute pleite und unglücklich. Weil wenn du jetzt am Tag eine Stunde Zeit hast, oder zwei Stunden Zeit hast, oder drei Stunden Zeit hast, YouTube zu konsumieren, dann könntest du die Inhalte anschauen, wie du selbstbewusster wirst, kompetenter wirst, wie du mehr Geld verdienst, wie du neue Fähigkeiten lernst. Du könntest dir interessante CEO-Interviews anschauen. Du könntest dir Business anschauen. Aber was machen die meisten Leute? 80% der Leute, anstatt dass sie auf YouTube was Sinnvolles anschauen, wo sie was lernen, sie schauen sich Beefs an, sie schauen sich Schrott an, sie schauen sich diese ganzen großen YouTube- und Influencer-Kasper an
und sie schauen sich negative Sachen an oder Entertainment. Aber die meisten lernen dann nichts. Und das ist auch eins der größten Probleme. Schauen wir mal weiter. Der ist bekannt dafür, dass er irgendwie so Unternehmensberatung macht und Stress. Schauen wir doch einfach mal in den Hasen hinein. Hi, eigentlich wollte ich heute eine ganz normale Woche schon machen. Genau, also ich bin für Unternehmensberatung bekannt und auch da nochmal, Leute. Hier auf Social Media, auf YouTube, ich bewerbe das gar nicht mehr so oft. Ich schalte Werbung, klar, aber ich spreche jetzt gar nicht mehr so oft über meine Unternehmensberatung. Wer sich aber von uns natürlich beraten lassen möchte, der kann über Instagram schreiben. Ich werde auch am Ende mehr erzählen, was wir machen, jetzt aber gerade nicht, okay? Schauen wir weiter. Kleiner, kleiner Gurter. Really, really, da hinten steht, ohne Joke, mein Preis, der Nickelodeon Award. So jemand will ein Expose-Video drehen, so ein Einbrecher, ein Dieb. TJ, gib mir einfach meinen verdammten Award wieder. Schau, noch eine Sache. Seht ihr, wie all diese YouTuber untereinander befreundet sind? Also all diese großen YouTuber sind untereinander befreundet. Und deswegen, wenn einer, so wie ich, wenn ich jetzt mit einem von denen einen Konflikt habe oder einen Streit habe, dann stürzen sie alle drauf. Und natürlich, wenn einmal zum Beispiel der Justin oder der Instagram oder irgendeiner was gegen dich hat, dann haben alle YouTuber was gegen dich und dann wird das Bild einfach von dir im Internet verzerrt. Schauen wir weiter. Was ist das für ein komischer Kink, Alter? Was ist das? Was soll das? Was hat Tiljakun gemacht hier? Hi. Eigentlich wollte ich heute eine ganz normale Woche schon machen. Irgendwie so, der hat das gemacht, der und der hat das gesagt. Aber dann bin ich irgendwie auf Sachen gestoßen und ich konnte nicht so wirklich glauben, auf was ich gestoßen bin. Also, erstens mal. Warum stoßen die immer alle auf mich? Warum kennen die mich alle? Ich check's nicht, Leute. Warum kennen all diese großen YouTuber, all die Leute, warum kennen die mich alle? Schreibt es mal bitte wirklich in die Kommentare rein. Warum kennen mich alle? Warum reden alle über mich? Warum reacten mich alle? Und vor allem nachher kommt noch was ganz Abartiges. Warum machen immer irgendwelche Leute mich nach? Schauen wir weiter. Heute geht es nämlich um KLS. Kennen wahrscheinlich viele aus so kleineren Memes oder so, ist auch ganz lustig. Guck mal, ganz ehrlich, kann keiner was anderes behaupten. Ich finde, KLS sieht einfach genau aus wie der Stereotyp von Bösewicht in jedem Film. Der aber nicht lange überlebt, weil er dann eigentlich doch nur der Handlanger war von einem viel schlimmeren Bösewicht. Ihn hier. Kennen wahrscheinlich viele aus so kleineren. Was reden die? Also was ist dieser Julian Bam für ein Typ? Was reden die? Memes oder so ist auch ganz lustig, aber KLS kann neben Meme sein noch was ganz anderes, nämlich ziemlich viel ekelhaftesten Scheiß behaupten. Frauen als wahre Bittstellen, wissenschaftsfeindliche Dinge behaupten oder auch Faschisten relativieren. Dazu sagt Karl ganz deutlich, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben, was Männer machen müssen, um männlich zu sein und was sie niemals machen dürfen. Dazu habe ich heute noch zwei Gastbeiträge und zwar... Ich habe mal eine Frage, Leute, und zwar... Findet ihr, dass die meisten großen YouTuber, ich will jetzt mal wirklich mal nur ein paar Fragen stellen, okay? Findet ihr, dass die meisten großen YouTuber eher Entertainment und Quatsch und Müll-Content machen? Oder findet ihr eher, dass die meisten großen YouTuber wirklich sinnvollen Mehrwert bringen? Schreibt mal bitte in die Kommentare rein auf YouTube und auch auf Instagram A, wenn ihr glaubt, dass die meisten großen YouTuber und Influencer eher Schwachsinn, Quatsch und Entertainment bringen und schreibt mal in die Kommentare rein B, wenn ihr sagt, dass die wirklich einen sinnvollen Mehrwert bringen. Ich werde jetzt ganz kurz mal warten, denn ich habe jetzt eine Reihe an Fragen und an Aussagen, die ich treffen möchte und ich will jetzt dazu mal eure Antwort wissen. Ich wiederhole es nochmal. Meine These ist, dass die meisten großen YouTuber und Influencer, die könntest du eigentlich alle löschen. Warum? Weil die meisten bringen nur Quatsch, Müll und irgendein Entertainment. Und wenn du mir zustimmst, dann schreib A in die Kommentare. Und die wenigsten von denen bringen sinnvollen Content und Mehrwert. Wenn du glaubst, dass die sinnvollen Content und Mehrwert bringen, dann schreib bitte B in die Kommentare. Das also jetzt meine allererste Aussage. A und B. Also eher Entertainment und Schrott oder B
eher Mehrwert und Sinnvolles. Und wir reden jetzt von den großen YouTubern. Nicht, dass ich die nicht mag oder so. Ich glaube, die sind persönlich alle in Ordnung. Aber ich glaube einfach, dass die alle ein bisschen realitätsfremd auch sind. Und glaubt ihr, dass die Männer und die Jugend heutzutage eher verweichlicht, genau auch wegen solchen YouTubern und so Schrott-Content, oder glaubt ihr B, dass die Jugend und vor allem die Männer nach wie vor stabil bleiben, männlich sind und gewisse Werte und Moral wie harte Arbeit vertreten? Also A oder B?